Moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Amisch mit Beziehung verlese, Schatz. Heute mal wieder ein Jugendbuch, ein Anfang eines fantastischen Jugendbuch-Epos, den ich schon vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Der ist jetzt wieder nur neu erschienen, hat den Verlag gewechselt. Der Otori-Clan. Das heißt, es beginnt mit das Schwert der Stille. Es wird fortgesetzt jetzt monatlich. Soweit ich das verstanden habe, kommen die Fortsetzungen der Pfad im Schnee und der Glanz des Mondes. Dieses Buch habe ich, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren schon gelesen. Es hat mich ziemlich begeistert. Und die Autorin steigert sich auch eigentlich hinein. Das heißt, es wird von Buch zu Buch besser. Wir lernen Takeo kennen, der in einfachen Verhältnissen als Sohn einer Bauernfamilie aufwächst, die eines Tages, als er nicht im Dorf ist, brutalst überfallen werden und alle getötet werden, das ganze Dorf vernichtet wird und er gerettet wird und auch von seinem Retter adoptiert wird. Das ist der Otori-Clan-Führer, der ihn einführt in die japanischen Bräuche, sowie auch andere Machenschaften, die Interesse an Takeo haben. Es gibt den sogenannten Orden, weil er lernt auch die dunklen Künste. Das heißt, er kann an zwei Orten gleichzeitig sein, er kann sich unsichtbar machen und hat das perfekte Gehör, er kann meilenweit hören. Es entsteht auch noch eine ziemlich zarte Liebesgeschichte, die im zweiten Band halt noch ausführlicher beschrieben wird. Es ist für junge Leser, es ist für erwachsene Leser und wie gesagt, es steigert sich von Buch zu Buch. Es macht unglaublich Spaß, weil ich finde es mal als leichten Fantasy-Roman, es ist Fantasy, aber es ist halt nicht überstrapaziert. Das heißt, hier hat einfach nur Fähigkeiten, die fern von uns Menschen sind, aber dementsprechend doch fantastisch sind. Aber trotzdem lernt man sehr viel aus der japanischen Kultur, was ich sehr, sehr spannend finde und unglaublich gut gelungen hier ist. Es werden drei Bücher und ich hoffe, es finden viele Leser. Wer von der Autorin die Bücher schon kennt, sei darauf hingewiesen, dass es einen ganz neuen Zyklus von der Autorin gibt. Hier wieder ein Held, der von einer Hexenhand eine Maske bekommt, eine Hirschmaske, die ihm magische Fähigkeiten gibt. Und so kommt er hier ins großartige Abenteuer, der Auftakt eines neuen Zyklus von der Autorin. Auch wieder in Japan spielend. Also es macht Spaß, sich mit der Autorin mal zu beschäftigen, für junge und alte Leser. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden, bis bald. Tschüss.